Hallo und willkommen zurück zu City Skylines. Dankeschön fürs Einschalten und weiter geht's in Future City. Oh, das hier sieht aber echt schön aus, muss ich sagen. Schade, dass wir das nicht mehr bauen gerade. Und wir machen weiter in unserem Bereich, wo die Campusinsel ist und gehen mal hier rüber, wo der große Kreisverkehr ist. Ich würde ganz gerne hier jetzt so ein bisschen schon mal das Straßennetz ballern, damit wir da irgendwann mal so langsam rüberkommen. Bevor wir hier machen, wollen wir jetzt erstmal hier was hinbauen, damit sich das Ganze schon mal ein bisschen entwickelt und nicht alle gleichzeitig dann da sind oder weg sind. Weil wenn die alle gleichzeitig sterben, ist auch nicht so cool. Deswegen machen wir hier schon mal ein paar Straßen wieder hin und machen da ein paar Gebäude hin. In Hinblick auf ein paar Kreuzungen, die schon lange da sind. Wobei, wir könnten hier einmal anschließen. Finden wir hier den Anschluss an diesem Kreisverkehr? Ich glaube schon. Machen wir mal so. Sind ja hier in einer sehr futuristischen City. Und wir müssen hier auch nochmal ganz kurz den Kreisverkehr angleichen, weil jetzt sieht man jetzt zum Beispiel, hier ist jetzt rechts und geradeaus, was nicht richtig ist, beziehungsweise der Kreisverkehr ist noch gar nicht angeglichen. In dem Fall Traffic Manager President Edition, Shift und Steuerung gedrückt halten und die linke Maustaste bei ausgewählten Zeichen achtet. Und schon ist alles eingestellt, auch die Spuren, voll gut. Und Dankeschön, das wurde mir letzten, was heißt letzten, schon ein paar Tage her in den Kommentaren geschrieben, weil, also ich baue zwar viel, aber ich kann nicht alles so, ich bin so wie ihr. Ich lerne viel und lernen kann ich nur, wenn manche mir helfen und zeigen. Deswegen, Dankeschön. Wollte ich nur nochmal sagen, danke. Danke, danke. So, Gott, wer gespeichert, das sieht man da oben rechts. Das ist eigentlich so geil, ne? Cities ist mir einmal abgestürzt, hier in diesem Ding. Einmal im Livestream und einmal hier, also zweimal insgesamt. Und seitdem ist diese Speicherung da oben an. So, was ja eigentlich bei einem Absturz absolut unnütz ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und aber trotzdem hat man immer noch im Hintergedanken, dass es abstürzen kann, was vorher noch nie passiert ist. Und deswegen lässt man es, glaube ich, drin. Ne? Das ist total blöd eigentlich. Das ist so wie, boah, wie kann ich das Beispiel jetzt am besten nennen? Ich hatte mal eine Rechtsschutzversicherung, weil ich wegen irgendeinem Scheiß mal angeklagt wurde, sorry. Also nichts Wildes wegen der Internetseite und wegen irgendwelchen Infos, private Gedöns. Und dann habe ich mir eine Rechtsschutzversicherung geholt, weil ich dachte mir so, oh, wenn nochmal so weit ist, dann wäre eine Rechtsschutzversicherung aber bestimmt gut. So, aber seitdem ich die dann hatte, war nichts mehr so. Und so ist das, glaube ich, meistens mit den Sachen, wie jetzt hier. Das ist, also vom Prinzip her ist es, glaube ich, dasselbe. Ich weiß nicht, wer es kennt. Wer jetzt mal lange drüber nachdenkt, muss das keine Rechtsschutzversicherung sein. Aber irgendwas, keine Ahnung, uns wurden mal Aldi-Tüten von der Haustür vorne geklaut beim Entladen des Autos. So. Das war auch nur einmal. Ich weiß nicht, ob der Typ sich vertan hat oder so. Er war halt ein riesiges Haus, wo wir da gewohnt haben. Oder, also haben wir auch nie mehr wiederbekommen. War sehr traurig über die 20-Euro Einkäufe. Aber seitdem haben wir dann immer so einen Zyklus gehabt von wegen, einer passt auf, der andere holt dich aus dem Auto. Und das ist halt blöd eigentlich, weil das passiert ja meist nicht zweimal. Also viele Sachen. Gut, Abstürze jetzt schon, aber so vor Klagen oder die Tüten klauen von vor der Haustür. Wein stehle übrigens, Essen stehle. aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Und das ist, glaube ich, so das Ding einfach. Oh, was ist das denn Schönes? Ein Hundepark, komm, haben wir schon lange nicht mehr gehabt, ne? Hammer. Hier so ein Hundepark in der Mitte. Sehr, sehr cool. Und ein Parkplatz noch hinter diesen Bürogebieten. So. Gab es in L.A. super oft solche Parkplätze, die einfach zwischen, hinter den Häusern waren. Und das war so krass einfach. Die hatten alle einen Parkplatzwächter, der dann immer die Hand aufgehalten hat. So, ah, wo möchtest du hin? So, und dann, okay. War schon cool. Und im Nachhinein glaube ich gar nicht, dass der da gearbeitet hat, sondern einfach nur nett war und die Leute eingewiesen hat, wo sie parken sollen. Aber der gar keine Berechtigung dazu hatte. Wo ich mir denke, so cool. So, Hammer. Gab übrigens mal auch so einen Fall in Deutschland. Das war quasi einer, der sich an so einem Parkplatz immer vorne an hingestellt hat und die Leute abkassiert hat. So, und das ist erst aufgefallen, also jahrelang. Das ist erst aufgefallen, als er mal krank war und die Leute gefragt haben, wo ist denn der Parkplatzwächter eigentlich jetzt? So, also längere Zeit war der wohl krank.
Und dann hat das Unternehmen gesagt, was den Parkplatz gehört hat, so, da waren die ein Parkplatzwächter. Und dann so, aha, das war gut, ey. Oh Mann. Ja, wie dreist, aber doch schlau das eigentlich war, ne? Schon cool. So, Hammer, oder? Nächstes Gebiet geballert. Wir haben bald 50.000 Einwohner in dieser Stadt. Wir werden bald unsere ersten richtig geilen Probleme bekommen, was Verkehr angeht. Ich habe ja schon manche Stellen gesehen, die nicht so ganz cool sind. Die vielleicht nochmal verbessern müssten, umbauen müssten. Und dann schauen wir einfach mal. Oh ne, warte, der eine muss weg. Komm weg, schnell. Du auch? Ja, komm, du auch. Dann machen wir da halt ein größeres Gebäude hin. Hinten könnte man nachher noch ein paar Straßen machen. Oder eine, warte, müsste ich jetzt mal hingehen. Sonst ist da nachher ein dickes Gebäude und dann muss ich wieder abreißen. Deswegen gehen wir jetzt hier einmal rüber. Mit diesen Sachen da. Warte, so, ne? So, Autobahn nah, da wollen eh nicht so viele immer wohnen, beziehungsweise... Ja, wohnen ist es eigentlich. Arbeiten ist den meisten ja egal, beziehungsweise haben viele gar keine Wahl. Irgendwo zu arbeiten, wo es vielleicht nicht so leise ist. Hallo? Man macht das aus. Achso, ich bin ja nicht auf dem Gehweg. Okay, gut. Jetzt haben wir es, alles klar. Wo es dann leise ist oder so, wenn man einen Job kriegt und der ist cool und das ist dann halt mal an der Stelle, wo ein bisschen... Alter, jetzt war ja mal richtig... Schon wieder? Wie oft speichert er denn jetzt? Ah, guck mal, jetzt können wir hier ein Viererfeld machen. Hammer. Dann ist das halt so, man hat nicht sonderlich viel Einfluss da drauf, leider. War das eigentlich eine Autobahn? Nee, da sind 8 Millionen Zebrastreifen, das ist keine Autobahn, gut. Dann passt das, aber ich mache da jetzt extra kein Gehweg hin, weil dann würde ich hier den Zebrastreifen mehr powern und das lassen wir einfach mal. Wir machen hier nochmal ein Gehweg hin. So. Und wo wir gerade bei Lautstärke sind, auf meiner alten Arbeit, also in der Kfz-Branche, habe ich mal in der Werkstatt gearbeitet. Die hatten eine super laute Heizung, wo man gedacht hatte, so, boah, cool, warm ist schön, aber taub dabei werden ist nicht so cool. Und dann habe ich die ganze Zeit echt den Chef genervt. Habe den, keine Ahnung, öfter darauf hingewiesen. Und irgendwann habe ich den mal so eine Dezibel-Tabelle dahingelegt. Habe auch Dezibel gemessen. Der Allmann-Peter war am Start. Und dann hatte die irgendwie über 80 Dezibel, die Heizung. Und dann habe ich ihm halt so Sachen dahingelegt, von wegen, was das mit dem Körper macht, ab wann es schädlich ist. Und dann hat er mal neue Kugellager einziehen lassen in die Heizung. Also das war quasi so eine, die über die Lüftungsschächte die ganze Halle mit warmer Luft vollgeblasen hat. Und die war einfach super laut, weil da Kugellager drin waren von 1977 oder so, keine Ahnung. So, jetzt aber weiter geht's mit Stadt. Stadt, Land, Fluss. Also ausmachen. Ja, jetzt geht's. Hammer. Dann hier einmal rüberfahren. So, ihr müsst jetzt leider ausziehen. Tut mir leid, aber die Stadt möchte da gerne einen Weg haben. Ich glaube, das ist nicht schlimm. Aber vielen Dank auf jeden Fall. Hammer von euch, Hammer. Wege sind echt schön. So, dann machen wir hier noch einen hin. Da auch. Hier könnten... Ja, das lassen wir. Hier die Verbindung möchte ich gar nicht haben. Da ist okay. Da können wir vielleicht eine Verbindung über die Autobahn machen auf die andere Seite, wenn da irgendwelche Sachen bald stehen. Bald stehen vor allen Dingen. Und jetzt gehen wir nochmal her und machen hier ein paar Bäumchen hin. Und dann haben wir gar nichts gemacht, wo wir ursprünglich was bauen wollten, aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Geht hier um komplette Stadtentwicklung hier. Um schön machen. So halbwegs zumindest. Oh, warte mal, da entsteht, glaube ich, noch ein Haus. Ich glaube, das ist nur die Ecke hier vorne. Ah, da ist sogar ein Stein. Boah, was ich mir habe einfallen lassen. Hammer. Ich wollte sagen, hier, Anna kies nicht an, ne? Manchmal hat er so tut, so doppelt. Das ist meist immer so ein Zeichen dafür, dass irgendwas an ist, was nicht an sein sollte in dem Moment. Guck mal, das finde ich so schön, ne? Also ich erzähle ja immer schön, schon, dass ich dieses Wuseln hier mag. Was ich halt auch cool finde bei Cities ist, dass die halt echt alle ein Ziel haben, ne? Also die laufen hier einfach nur so da rum, weil man da rumlaufen muss.
oder damit es nach was aussieht. Die haben ja echt alle ein Ziel und das finde ich halt so super schön. Man baut einen Weg und schon wuselt da alles. Das Video zum Beispiel hätte auch super hier auf den Kanal gepasst, weil das ist ja ein Simulations- und Aufbaukanal. Der Microsoft Flight Simulator habe ich auch schon relativ lange auf dem Computer, habe ich auch schon mal gestreamt. Und da kann man natürlich auch Richtung, also sehr, sehr bodennah fliegen. Und da ist das Hauptding natürlich die Flugzeuge. Die sind echt super gemacht, funktioniert echt klasse. Und da sieht man zum Beispiel, dass überall da Autos rumfahren, Schiffe, ja, hauptsächlich Autos und so. Und da sieht man schon dran, dass das einfach nur so Style ist. Also die haben kein Ziel, wäre auch Quatsch eigentlich in so einem Ding. Aber nur allein, dass das geht und dass das drin ist, finde ich halt super schön. Ja, das geht doch schon. Alter! Man verschwindet einmal in den Weg und da steht schon eine ganze Stadt an der Ecke. Cool. Also finde ich echt gut. War jetzt kein Witz oder so. So, das war das. Ein paar Bäumchen am Start. Da ist ein dicker Stein. Hier in der Mitte habe ich mir noch gar nicht überlegt, was da rein soll. Wahrscheinlich wieder irgendwie so ein Zukunftsding hier, ne? Wie hier zum Beispiel. Ein Crystal Pillars. Nur nicht mit diesem Ekelbraun vielleicht. Da wäre es gewesen. Wir schauen mal, was wir haben an Gebäuden zum Dekorieren. Einmal hier durch. Das ist halt auch so ein Pillar. Und dann hätten wir noch. Ja, hier war das Ding. Ah, den kann man setzen, wo man möchte. Deswegen war der da. Okay, weil der keine Straßenanbindung braucht. Der braucht halt Wasser. Da extra ein Wasserloch hinmachen, finde ich nicht so gut. Oder diese Kugel. Gib mir die Kugel. Der kostet 40 Besucherkapazität. Ah, Tannenbaum lassen wir mal weg. Ich glaube, wir machen das hier. Diese Kugel kommt in die Mitte. Kurz ruhig so. Ist das die Mitte? Kann sein. Kann man lassen, kann man lassen. Wird das eigentlich besucht? Ah ja, das wird sogar besucht. Müssen wir da nach Wege hinmachen? Vielleicht, oder? verdammt. Wege. Oder laufen die da so rüber? Also ich weiß es ja nicht. Warte, wir machen mal so. Kann man das machen? Kann man hier eigentlich eine Mitte festlegen? Und dann kann man damit den Kreisverkehr gedöns machen? Nicht? Oh, schade. Das wäre so cool gewesen. Precursor Mode. Mit Wegen? Pflasterweg. Ah, doch, Pflasterweg geht auch. Hammer. So, warte. Okay, warte mal. Neuer Plan. Probieren wir mal aus. Bestimmt geil, warte. Einmal nehmen wir. Also, wir brauchen jetzt erstmal in der Mitte ein Kreuz. Dann haben wir auch echt die Mitte, ne? Das ist ja super cool. So, Kreuz am Start. Dann machen wir Free Cursor Mode nicht. Gerade stand da Pflasterweg. Hier. Ah, ne, geht aber nicht, ey. Back. Da geht wir nur zweispurig. Ärgerlich. Oder 60. Ne, warte, auf was stand denn der andere? Der stand 40. 20. Und Pflasterweg. Ärgerlich. Ich überlege gerade, ob man das anders hätte lösen können. Keine Ahnung, Straße bauen und das dann austauschen gegen Pflasterweg. Ich glaube, das geht aber gar nicht, ne? Wenn man dann auf Pflasterweg geht und sagt, yo, mach mal hier. Ne, geht gar nicht. Okay. War ein Versuch wert. Ist okay. Lassen wir einfach. Dann machen wir das anders. Damit den hier mal irgendwo einsnappt, machen wir das ganz kurz so. Ich glaube, wir nehmen einen. Alter, snap trotzdem überall ein. Wir brauchen irgendwo so eine ganz freie Fläche abseits von jeglicher Zivilisation hier. 3.
90 Grad, auch 3. Hammer, ist nur nicht rund. So. Natürlich gucken wir genau dann, wenn 2 auftaucht. 2 taucht auf. 2 taucht auf. So. Jetzt wieder. Da haben wir's. Und hier auch wieder, sobald die 2 auftaucht. Hier mal ganz kurz drauf achten. 2 taucht auf. Ich glaube, so kriegen wir doch schon ein rundes. Ja, komm, das ist super geil rund. Nehmen wir mit. Erstmal machen wir den hier. Und dann nehmen wir den mit. In die Mitte des Kreisverkehrs. Alter. Ging ja echt schnell, ne? Bin stolz auf mich. So. Hammer! So, und da machen wir jetzt dieses, hätten wir eigentlich die Lampen ausmachen sollen, dieses Ding da rein, was wir da gerade hatten. Genau. Oh Mann, Peter, das ist genau da drunter. Ich glaube, da soll kein Weg drum. Das ist ja echt Zweierweg, oder was? Na gut, da muss dann ein Dreier rausgemacht werden. Geht das? Ey, da hätte ich auch irgendwie gerade einen Weg da drum ziehen können. Aber egal, man lernt ja nie aus, ne? Hammer! Okay, jetzt haben wir es doch noch geschafft. Ich hatte schon alles. Meine ganze Hoffnung hatte ich verloren, dass wir das nicht hinbekommen. Aber jetzt so ist top. So geht's. So, und dann den noch hier dran. Und schon haben wir einen wunderschönen Bereich abgesteckt, wo auch vielleicht mal der ein oder andere Tourist hinlaufen kann, wenn er möchte. Oh, hä, warte, hier gerade bitte. Muss er natürlich nicht, aber er kann's. Und ist nicht ganz in der Mitte, da könnte man eventuell nochmal ganz kurz ein Stück nach links ziehen. Und schon haben wir das erledigt. Sieht aus wie so ein Griff irgendwie, den man so fassen muss und dann drehen muss um 90 Grad, damit er aufgeht. Finde ich gut. Ich wollte schon immer mal einen Griff in der Mitte haben von einem Kreisverkehr. Cool. So, ein paar Bäumchen noch. Die müssen ja jetzt nicht alle gleich sein. Also da wollte ich jetzt eh nicht so super gleiche Sachen haben. Aber man hört hier die ganze Zeit, dass hier Sachen abgegradet werden, obwohl wir gar nicht so viel an Stadtentwicklung machen. Das finde ich halt das Krasse da dran gerade. Hä? Wo ist denn der? Ah, hier ist der Baum. Also wir machen jetzt hier gerade ja mehr Deko und so ein Kram und haben natürlich vorher ein paar Häuser gesetzt, die jetzt wahrscheinlich abgegradet werden. Wir müssten eigentlich mal wieder eine Optimierungsfolge machen, wo man halt sich alles mal anguckt, was wie groß ist, wo man neue Bahnen setzen kann, ob die Auslastung okay ist. Irgendwie sowas mal. Ich glaube, das wird sich halt auch richtig lohnen schon wieder. Also Optimierungsfolge, ja oder nein, lasst eine Bewertung da und schreibt mal ganz gern in die Kommentare, in welche Richtung wir jetzt hier weiterbauen sollen. Also eigentlich wollte ich ja machen, dass wir hier weiterbauen und habe dann gesagt, ich baue hier ein paar Häuser hin, damit sie das entwickeln kann, habe den Kreisverkehr gesehen und so führt halt ein zum anderen immer, ne? Und dann ist man schon dabei, nur noch Bäume am Setzen. Aber ich muss dazu sagen, Bäume setzen gehört genauso dazu wie Straßen und Wohnhäuser. Sonst sieht ja alles nicht so cool aus. Und das muss ich sagen, ist jetzt echt schön geworden. Deswegen Dankeschön und bis zum nächsten Part. Tschüss!